200 deutsche Leopardpanzer für Saudi-Arabien. Das Milliardengeschäft ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber der Widerstand wächst bereits. Das ist das Objekt der Begierde, ein Produkt der Firma Krauss-Maffei Wegmann. Seit 30 Jahren will Saudi-Arabien den Leopard unbedingt haben, hat ihn aber bislang nie bekommen. Der Ölstaat liegt in einem Spannungsgebiet. Hier herrscht König Abdullah, der foltern lässt und sein Volk unterdrückt. Nun hat die Kanzlerin ihren Segen zu dem Milliardengeschäft gegeben, ein Dammbruch. Die Lage im Golfstaat Bahrain droht zu eskalieren. Auf Wunsch des Königs sandte das Nachbarland Saudi-Arabien mehr als 1000 Soldaten nach Bahrain, um die örtlichen Sicherheitskräfte gegen die Proteste der Opposition zu unterstützen. Wir müssen die Staaten, die bereit sind, sich zu engagieren, auch dazu befähigen. Ich sage ausdrücklich, das schließt auch Export von Waffen mit ein. Was haben diese Ereignisse mit Kassel zu tun? Dr. Peter Strutinski von der AG Friedensforschung erklärt uns den Zusammenhang. Es ist in Kassel nicht unbedingt bekannt, dass solche Produkte hier hergestellt werden, weil die Rüstungsfirmen, und neben Krauss-Maffei Wegmann wird es noch eine zweite geben, über die ich nachher auch sprechen werde, die Rüstungsfirmen halten sich sehr bedeckt, was ihre Informationstätigkeit betrifft. Sie scheuen sozusagen das Licht der Öffentlichkeit. Am besten, man nimmt sie gar nicht wahr. Man sieht das übrigens auch an dem Standort von Krauss-Maffei Wegmann. Sie müssen da schon ganz nah an die Pforte gehen, um überhaupt zu sehen, was da für eine Firma drin ist, während andere Firmen, natürlich denken Sie an VW oder an Siemens oder an wen auch immer oder SMA, die natürlich ihr Logo möglichst gut platzieren, damit es natürlich auch öffentlichkeitswirksam geschieht. Aber die Rüstungsfirmen wissen natürlich um die Brisanz dessen, was sie produzieren, und sie wissen vor allem auch in der Bundesrepublik Deutschland, dass das, was sie produzieren und für wen sie produzieren, nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt. Und deswegen halten sie sich da etwas zurück. Ich denke, und so habe ich das immer empfunden, seit ich an dieser Uni bin, die früher noch Gesamthochschule hieß, als ich hier angefangen habe, dass wir eine ganz besondere Verantwortung haben für diese Stadt, weil wir immerhin auf dem Gelände, zum größten Teil auf dem Gelände von Firmen, unsere Hochschule haben, die früher für die Rüstung produziert haben. Und das ist Henschel, und das ist übrigens noch hier, wenn man die Gottschalkstraße, also heißt ja auch Gottschalkstraße, weitergeht, ist das die nicht mehr existierende Gottschalk-Fabrik, die früher Textilien gemacht hat, also für Uniformen, für Zelte, Zeltausrüstungen, auch fürs Militär, selbstverständlich. Das heißt, dieser ganze Stadtteil ist sozusagen sehr militärträchtig, und ich denke, es ist schon eine Verantwortung für uns zu sagen, dass mit dieser Tradition der Geschichte in Kassel gebrochen werden muss, damit Kassel, wie das in den 80er Jahren immer so schön als Slogan gesagt wurde, damit Kassel nur noch im Frieden blühen kann. Um sich dieser Verantwortung zu stellen, gründen Studierende den Arbeitskreis Zivilklausel. Sie drucken Flyer, erstellen eine Webseite, veranstalten Podiumsdiskussionen und Infoabende und versuchen so Vorurteile abzubauen. Misst die Zivilklausel eine freiwillige Selbstverpflichtung der Hochschule, dass sie nur friedliche und zivile Forschung und Lehre betreibt? Die Zivilklausel gibt mir die Möglichkeit, hier als Mitarbeiter und Student der Universität Kassel sicher zu sein, dass meine Arbeit, meine Projekte, die ich hier durchführe, nicht in irgendeiner Form militärisch verwendet werden. Das ist für mich ganz wichtig. Um solch eine Zivilklausel an der Uni Kassel zu etablieren, möchte der Arbeitskreis herausfinden, was die Studenten darüber denken. Und sie organisieren eine Urabstimmung. Das Ergebnis der Urabstimmung könnte eindeutiger nicht sein.
Über 72% stimmen für die Zivilklausel. Manche Mitarbeiter der Universität sind jedoch skeptisch und befürchten, dass Forschungsgebiete ausgeschlossen werden könnten, die sowohl zivilen wie auch militärischen Zwecken dienen können. Dual Use ist, wenn ein bestimmter Gegenstand, ein bestimmter Forschungsbereich oder Forschungsauftrag sowohl militärisch als auch friedlich genutzt werden kann. Und das muss man halt ganz klar in der Sache dann immer entscheiden. Ist es jetzt militärisch oder ist es nicht militärisch? Bei der Zivilklausel geht es um primär um die ganz eindeutigen Sachen. Ja. Natürlich, klar, es gibt immer Sachen, die Teflon, ja, das Internet, aus dem Militär entwickelt. Und ich würde mich nicht hinstellen und sagen, hier, nee, das hätten wir jetzt aber mal lieber lassen sollen. Internet ist ja Militär. Nee, es geht um die Sachen, die ganz eindeutig dem militärischen Zwecke zugeordnet sind und ausschließlich ein Panzer kann nach meiner Definition nicht, der ist dafür da, um Menschen zu ermorden. Dual Use und Rüstungsforschung kann eigentlich sehr einfach voneinander getrennt werden, indem man zum Beispiel die W-Fragen stellt. Wer finanziert die Forschung, wer bestimmt die Fragestellung, wer kontrolliert die Ergebnisse und wer entscheidet über die Veröffentlichung? Und dass man, wenn man eine dieser Fragen mit einem Rüstungsunternehmen, also ein explizites Rüstungsunternehmen beantworten kann, dass dann ein klarer Fall von Militärforschung vorliegt. Einige der Studierenden befürchten auch eine Verschlechterung ihrer Studienbedingungen durch den Wegfall der Drittmittel aus der Rüstungsindustrie. Können Sie uns auch sagen, ob da unter diesen Drittmitteln auch Mittel sind, die aus dem Bereich der militärischen Forschung kommen? Also aktuell kann ich Ihnen gar nichts zu sagen, weil wir das gar nicht erfassen. Es ist sicherlich auch nicht so einfach, das überhaupt zu identifizieren. Ich kann Ihnen nur eine etwas ältere Zahl nennen. Es hat 2008 einmal eine Anfrage im Landtag von der Linken gegeben im Hinblick auf Rüstungsforschung an hessischen Universitäten. Und was wir da identifiziert haben, war für den Zeitraum schon von 2002 bis 2008, also 6 Jahre, einen Anteil, der liegt so etwa bei 5 Promille. Die Studierenden können also ganz beruhigt sein. Die Drittmittel aus der Rüstungsindustrie sind nur gering. Trotzdem weigert sich die Unileitung, eine Zivilklausel einzuführen und behauptet, diese sei nicht mit der Wissenschaftsfreiheit vereinbar. Ist die Zivilklausel mit der Wissenschaftsfreiheit vereinbar? Ja, natürlich. Es gibt mehrere Gutachten, die das sagen und es steht dem auf keinen Fall entgegen. Also man kann da nicht jedes beliebige Rechtsgut nehmen, zu dessen Gunsten dann eingeschränkt wird, die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt wird, sondern es kommen in Betracht nur solche Rechtsgüter, die ihrerseits Verfassungsrang haben. Und hier ist dieses Rechtsgut die Friedensfinalität des Grundgesetzes, also der Auftrag des Grundgesetzes an alle Institutionen für Frieden zu sorgen, ist eben ein Grundelement unserer Verfassung. Die Universität ist längst nicht mehr ein Institut, welches völlig ohne Einfluss der Wirtschaft agiert, sondern lebt mitunter nicht von der Grundfinanzierung, sondern eben auch von Geldern der Wirtschaft. Allein deswegen ist übrigens die Forschungsfreiheit schon sehr relativ zu sehen, denn wirklich frei wäre sie ja nur, wenn es keine, sagen wir mal, Einflüsse der Wirtschaft gibt. Das ist das Problem. Ja, der Einfluss der Wirtschaft, der nicht klar transparent ist. Ganz genau. Also so sehe ich das auch. Bis auf die Unileitung warben alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion für mehr Transparenz. Selbst der Miteigentümer des Rüstungsunternehmens Krauss-Maffei Wegmann. Die fehlende Transparenz, genau das ist, glaube ich, der Punkt, in dem, ich glaube, so ziemlich der einzige, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo Herr Braun-Behrens und ich absolut auf einer Linie sind. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, der natürlich für die Zivilklausel spricht, weil bisher offensichtlich diese Transparenz nicht gegeben ist. Und dadurch muss man den Verdacht haben, dass Militärforschung im dunklen, undurchsichtigen Zwecken dient, die nicht demokratisch legitimiert sind. Und deshalb insofern verstehe ich, dass nach einer Zivilklausel gefragt wird. Wie aktuell und brisant diese Thematik ist, zeigt sich an den vielen Interviewanfragen von Fernsehteams und Zeitungen, die bei dem Arbeitskreis eingehen.
Und auch an anderen Standorten in Deutschland bilden sich Arbeitskreise, die sich regelmäßig treffen, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Wir bereiten gerade mit dem Astra Potsdam eine Konferenz vor mit dem Arbeitstitel 1940. Einer der Teilnehmenden ist Dr. Dietrich Schulze, der von Anfang an ein Kämpfer für die Zivilklausel war. Für mich ist Zivilklausel und Transparenzklausel sind zwei Seiten einer Medaille, weil die Orientierung auf friedliche, zivile, nicht militärische Forschung und die Festlegung dazu ist die eine Seite. Aber wie kann man das überprüfen, dass tatsächlich das eingehalten wird? Der Widerstand, der gegen die Zivilklausel allgemein bekannt ist, der ist an der Stelle mit der Transparenzregelung eher noch härter. Und der Zusammenhang ist ganz eindeutig. Dort, wo rüstungsrelevante Forschung gemacht wird, da hat niemand, die Rüstungsindustrie und auch diejenigen, die mitmachen, haben irgendein Interesse daran, das Ganze transparent zu machen. Auch die Uni Kassel verweigert weiterhin die Transparenz bei den Drittmitteln. Somit ist die mittlerweile beschlossene Zivilklausel nicht überprüfbar. Diese Zivilklausel, die wir jetzt haben, die ist halt ein bisschen schwammig, ein bisschen schwach. Das ist ein zahnloser Tiger im Endeffekt, den man leicht untergraben kann. Wir haben zwar Zusagen, ja, wir wollen natürlich alle hier nur Frieden. Das hätte aber auch vor der Zivilklausel, wo eben hier an der Universität schon militärisch geforscht wurde, niemand bestritten. Das heißt also, wir haben jetzt nur ein Schriftstück mehr, das aber nicht überprüfbar ist. Es ist ein erster Schritt, aber ein sehr mangelhafter, da wir weder eine Ethikkommission haben, die eben in solchen schwierigen Fällen beurteilen kann, ob es sich um friedliche oder militärische Forschung handelt, noch haben wir Öffentlichkeitstransparenz. Wie würdet ihr rückblickend die Erfahrung mit der Unileitung beschreiben? Zusammenfassend muss ich also sagen, die Erfahrung mit einem politischen Anliegen an den Senat heranzutreten, sind extrem enttäuschend. Da ist nicht viel dahinter, außer Machtgehabe. Also das fing zum Beispiel damit an, dass Redeverbote erteilt wurden, dass Gutachter, Juristen, die wir eingeladen hatten, plötzlich wieder ausgeladen wurden, die überhaupt gar nicht die Möglichkeit hatten, quasi ihre Gutachten darzulegen. Wir hatten also mehrere Rechtsgutachten erstellen lassen, die also einwandfrei bewegen, ja, eine Zivilklausel ist möglich und verstößt nicht gegen zum Beispiel die Wissenschaftsfreiheit. Und diese Gutachten wurden einfach, als Nicht-Existenz abgetan. Sie waren wie, als hätten wir sie nie erstellt. Der Arbeitskreis Zivilklausel muss auf jeden Fall weiter daran arbeiten, weiter dem Präsidium und dem Senat Druck machen und sagen, hey, wir sind noch da, wir sind jetzt nicht weg. Ihr konntet uns mit dem bisschen, was ihr uns entgegengekommen seid, nicht befriedigen. Und dann muss man natürlich die Ohren und Augen offen halten, ob es an der Uni irgendwo Militärforschung gibt oder ob es irgendwo betrieben wird. Und das ist der Auftrag des Arbeitskreises Zivilklausel.